die sich da gerade noch gut hält und jetzt gerade in diesem Moment weiter nach vorne arbeitet. Jetzt sind es eben die beiden, die wir da auch erwartet haben, Emma Lindner und Paula Terhorst, die da jetzt direkt ein paar schnelle Schritte machen und die Lücke aufreißen. Also Emma Lindner vorne in Führung. Die sucht die Flucht nach vorne auf der Gegengeraden und das wird jetzt auf einen richtig schnellen Endspurt hinauslaufen. Packende letzte 200 Meter und es sind eben die beiden, die hier Gold und Silber unter sich ausmachen werden. Vorne Emma Lindner, aber in ihrem Windschatten Paula Terhorst. Die beißt sich da jetzt fest, die setzt da drauf, die letzten 100 Meter nochmal vorbeiziehen zu können. Und ausgangs der Kurve, da greift sie jetzt an. Paula Terhorst, die deutsche U16-Meisterin aus dem vergangenen Jahr, die macht es der Emma Lindner da jetzt richtig schwer, die letzten 100 Meter. Paula Terhorst gerade mit dem besseren Endspurt, die zieht da vorbei und da kann Emma Lindner nichts mehr entgegensetzen. Paula Terhorst wird hier neue deutsche Jugendmeisterin über die 800 Meter in der Jugend U18.